Lebendig begraben, hat Dschungelcamper bedroht? Neuer Ärger um Cosimo Ciccolo, 41. Im diesjährigen Dschungelcamp kämpfte der einstige DSDS-Kandidat zusammen mit Stars wie Lukas Cordalis, 55, oder Claudia Effenberg, 57, um den Gewinn der heiß begehrten Wildniskrone. Ins Finale schaffte es der deutsche TV-Star aber nicht. Beim gestrigen Wiedersehen stürmte er jedoch beleidigt aus dem TV-Studio. Nachdem seine Ex-Mitstreiter gegen ihn gewettert hatten. Doch danach legte Cosimo wohl erst so richtig los. Cecilia Asoro wendete sich in ihrer Instagram-Story nun an ihre Fans und machte ihren Ärger über ihren einstigen Dschungelkollegen Luft. Laut ihr sei der 41-Jährige nach der Ich bin ein Star, holt mich hier raus, das große Wiedersehen-Show am Flughafen zu weit gegangen. Der Dschungel war nichts dagegen, stellte die Ex-Bachelor-Teilnehmerin klar. Demnach habe Cosimo sich am Telefon lautstark über die anderen Promis beschwert und ihnen sogar indirekt Drohungen ausgesprochen. Der hat am Telefon Dinge gesagt, wie, ich werde die lebendig begraben und so eine Scheiße. Berichtete Cecilia. Er habe wohl keinen Namen genannt, doch die Personen wüssten, dass sie gemeint seien. Dabei schienen sich die Streitigkeiten noch während der Live-Show geklärt zu haben, Cosimo bat die anderen sogar um Verzeihung. Ich wollte mich bei der Produktion von RTL entschuldigen, dass ihr meinetwegen Umstände hattet. Jeder Mensch hat seine Gefühle und manchmal explodieren die bei mir schneller und deswegen tut mir das leid, hatte der Ex-Dschungelcamper erklärt.